Jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen dünner aus, die Herde. Geht ja nicht anders. So, wir sind alles da. Kenn ich keinen einzigen von. Alles klar. Ja, ich kann auch da nichts für. Ich kann ja nicht den Weg verlegen. Ihr wisst genau, dass das nicht geht. Nee, komm, das lassen wir mal so. Ich weiß, da war mal ein Mexilente drin, aber ich habe halt hier Wasserflächen und die kann ich nicht wegmachen, die Wasserflächen. Die waren giftig, haben meine Tiere angesteckt. Tja, was soll ich machen? So, wie geht's denn? So, Qualität der letzten Mahlzeit, soziale Gruppe. Was ist denn mit der sozialen Gruppe? Zu wenig Jungtiere und erwachsene Tiere in den sozialen... Wieso? Was ist denn? Ihr habt immer noch zu wenig Erwachsene. Okay. Aber das kriegt ihr doch hin, oder? Ihr müsst ja nur ein bisschen... Ihr wisst schon? Ansonsten alles gut. Gelände gefällt euch. Und Qualität der letzten Mahlzeit. Wird denn hier schon geforscht für euch? Weiß ich gar nicht. Können wir eure Mahlzeit schon verbessern? Nein. Wir haben noch nicht geforscht. Aber hier sind schon wieder welche schwanger. Das wird doch alles gut. Also, das wird. So, soziale Gruppe, das wird auch. Der Rest ist alles da. Super. Super. Also, ich sehe hier keinen Bedarf, einzugreifen. Alles gut. Dann gehen wir mal zu unseren Schimpansen rüber. Qualität der letzten Mahlzeit. Futterbeschäftigung fehlt ja noch. Okay, dann lass uns doch mal gucken, ob wir für Schimpansen was Neues haben. Denn ich glaube, bei euch wird ja geforscht, ne? Was war das? West... Irgendwas, ne? West-Schimpanse. So. Futterbeschäftigung, ja. Ich sag doch, da haben wir was. Was ist denn das hier? Das kenne ich noch nicht. Spielerischer Futterspender. Siehste? Wird schon viel besser. Du brauchst noch eine Sache. Dafür können wir doch hier diesen Ameisenhöhlenbau nehmen. So, und bei der Spielzeugbeschäftigung haben wir auch schon was. Ja, da kannst du doch. Hier macht einer Musik. Und hier kann einer trommeln. Und schon ist wieder super. Ja, die Ernährung, da müssen wir nochmal dran. Es scheint wohl, ehrlich gesagt, Probleme mit dieser Futtertafel hier zu geben, oder? Aber nee, sie scheint benutzt zu werden. Du müsstest ja mega glücklich eigentlich sein, aber... Dir fehlt eine Futterbeschäftigung. Du bist, wer bist du denn eigentlich? Sibirischer Tiger warst du, ne? Ja. Dann suchen wir für dich doch mal es wie sibirischer Tiger. Eine Futterbeschäftigung. Dann stellen wir dir hier noch so ein Fressbrett hin. Du müsstest ja jetzt auch wieder 100% haben. Genau, sehr gut. So, wie geht's unseren schnuppigen Schuppentieren? Wir hatten nur eins, oder? Hatte ich schon ein zweites gekauft?
Qualität der letzten Mahlzeit, das scheint alles okay zu sein. Habe ich schon ein zweites Schuppentier gekauft? Nee, ne? Das wollte ich aber machen. Nee. Mai Feng, weibliches Schuppentier. Dann lass uns doch mal eben gucken, dass wir ein chinesisches Schuppentier bekommen. Und zwar ausschließlich männlich, bitte. Was denn? Schrei doch nicht so rum. 42, 33. Der Rest ist super. 33, 33 ist aber jung. Dann nehmen wir doch das, ne? Hier war da irgendwo, wo war denn hier, wo, da, hier unten. Da ist das Quarantänezentrum. So, wir haben immer noch, so, diese blöde, ist doch kackegal. Kann man die Meldung nicht abschalten? Wir haben hier nämlich ein Problem mit den Pfauen. Das ist viel wichtiger. Mehrere Probleme mit den Pfauen, ja. So, Tierhandel. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir denn in der Tieraufbewahrung? So. Was gibt's für Probleme? Ich muss mich ja gerade ein bisschen darauf konzentrieren, weil einige von diesen Viechern sorgen dafür, dass ich hier nichts freilassen kann. Weil dann schmeiße ich erstmal alles raus, was keine Miete zahlt. Hier kommt 39 Punkte, nehmen wir mit und weg damit. So, was ist denn mit dem? Warum kann ich, was kann ich denn mit dem machen? Dr. Plumbert, Hall, wo ist denn Niklas? Niklas ist im Urlaub. Ausgewandert, möchte ich sagen. Und hat einfach keine Lust mehr. So. Lässt mich hier alleine am Sonntag, weißt du, macht lieber Urlaub, statt mit mir zu streamen. Aber gut, wer nicht will, muss ich eben alleine streamen. Ich weiß nicht, wohin genau, aber ich glaube Ungarn hat er sich abgesetzt. Schlimm sowas, ganz schlimm. So, müssen wir eventuell, diese Tiere können wir doch nochmal an den Zoo senden, indem wir die in die Quarantäne schicken, oder? So. Ich habe hier nämlich irgendwie ein bisschen viel zu viele Pfauen und die gehen mir gerade, Pfaue gehen mir generell auf den Sack. Das sind total blöde Tiere im Spiel. Machen nur Probleme, die Viecher. Guck dir das mal an, das sind nur Pfaue. Ja, unglaublich. So. Sofort freilassen. Weg damit. Na gut, dass ich das Tier in Quarantäne geschickt habe. K
Quarantäne voll, Personal steht Schlange. Ja, das liegt an den Pfauen. So. Bei den Spinnen ist auch schon wieder Party. Hier ist auch schon wieder Party bei den komischen Dingern. So, komm, dann lassen wir erstmal die Spinnen raus. Wie viele Punkte kriege ich? 54, kann man gut gebrauchen. Next one. Was ist hier mit den... Marco, 11 Jahre. Wer ist denn da gestorben? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Riesenschabe noch lange leben wird. So, komm, dann nehmen wir die einfach und... weiß ich nicht genau wo. Müssen wir einmal hier hinten rein. War das denn hier Riesenläufer? Doch, der war dann nicht hier irgendwo? So. Die habe ich mir, glaube ich, gerade gekauft, ne? Also der geht auf jeden Fall raus, der geht auf jeden Fall raus, die geht raus, die geht raus, die geht raus. So, jetzt müssten die Riesenläufer ja eigentlich keine Probleme mehr haben. Das Panzernashorn, genau, um das muss ich mich auch noch kümmern. Und um die Wölfe wollte ich mich schon seit Jahren kümmern. Aber irgendwie habe ich immer noch ein bisschen was hier mit diesen komischen... Wieso leben die denn so lange? Ja, ja, wichtige Warnung, ist alles wichtig, alles wichtig. Wir kriegen das nicht in den Griff, ne? Ja, dann müssen die Viecher eben sterben. Da kann ich doch auch nichts für. Also ich meine schon, aber nein. Außerdem forschen wir doch schon an der Krankheit. Was soll ich noch mehr machen? Und hier ist noch Tularemie. Es gibt bestimmt negative Kritik. Ja, ich wollte dem Nashorn noch was, ne? Lohnt sich das überhaupt noch oder bist du auch bald tot? Panzernashorn. Ob wir da mal eins finden?
Panzernason. Puppe. Titlititi da. Ja. Also wir könnten ein Männchen gebrauchen, es wird aber kein Männchen angeboten. Was soll man da machen, ne? Was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Schuppentier? Ist das jetzt wieder gesund oder was ist mit dem? Irgendjemand schreit hier. Da ist eine Technikforschung abgeschlossen. Hm. Na gut, warten wir mal ab. Dann ist die... Also die haben wir hier alle. Das ist alles schön. Okay. Wir haben hier hinten noch ein Gehege. Könnten denn mal Löwen rein? Löwen brauchen noch Platz, oder nicht? Ich habe sowieso irgendwie das Gefühl, dass das hier... Sollte das hier das Löwengehege werden? Das ist doch nicht löwentauglich, oder? Hm. Also, wir haben noch westafrikanische Löwen und Königstiger. Westafrikanischer Löwe. Grad 3, höher als 3 Meter. Er braucht keine Wasserflächen. Aber viel Platz. Ein Männchen und sehr viele Weibchen. Alles klar. Hm. Weil ich überhaupt keine Einfühlungsvermögen habe, weil das hier zum Beispiel, da ist ja, ist hier Wasser drin? Ja, hier ist Wasser drin. Das Ding macht doch für einen Löwen überhaupt keinen Sinn, oder? Also er will auch einen Rückzugsort haben. Glaube ich mal. Hm. Und dann haben wir noch einen Königstiger. Was hat der so? Königstiger. Will auch keine Wasserfläche. Ein Männchen, ein Weibchen. Das heißt, das etwas ein kleineres Gehege wäre für den ganz gut. Sowas hier vielleicht? Wie groß ist denn das Gehege? Also es wäre okay. Hat ein bisschen viel Wasserfläche, aber... Das wäre okay. Dann holen wir uns mal den T-Shirt. Komm, den holen wir uns jetzt. So. Was war jetzt mit dem Schuppentier? Kann ich das jetzt? Also das Schuppentier hat die Quarantäne überstanden. So, da müsste ja jetzt wieder Platz sein. Na dann, bringt mal das Tier bitte raus. Danke sehr. Okay, das scheint ein V zu sein. Also wie gesagt, die Vauen, die machen mir gerade ein bisschen Sorgen.
gibt nicht viel für. Ist halt immer blöd, weil du immer und immer und immer wieder alles eingeben musst. So, dich können wir auch freilassen, ne? Stellen wir wieder alles ein. Ja, ja, das ist nicht ganz so einfach. Gibt kaum Punkte dafür. Ist nicht so schön. Ja, dann warten wir mal, was passiert. Unterwegs, Ziel, blauer V, blauer V. Damit wir die auch mal verkauft kriegen. Damit hier wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, weißt du? Geld machen wir, das ist nicht das Problem. Da müssen wir mal gucken, da hinten ist bestimmt noch irgendwo eine Quarantänestation, die wir aufmachen können. Ja, passiert da noch irgendwas? Wo ist er denn? Ich darf hier nirgendwo draufklicken, habe ich das Gefühl, weil dann weiß ja auch wieder nicht, was passiert, ne? Ich meine, du siehst ja auch nichts. So, weg damit. Also ich glaube, wir sind groß genug, ne? Wir können langsam stellen noch mal einen Verkäufer ein. So, was können wir denn noch? Wir befördern. Dann schaffen die ja auch mehr. Wir sind auch relativ gut durchbefördert schon. Die Verkäufer, die interessieren mich natürlich erstmal relativ wenig. Die Ärzte sind alle da. Die Forscht hier unten noch dran. Na gut, komm, Forscht zu Ende, das wird schon irgendwie klappen. Wie sieht es denn generell aus? Marketing. Da könnten wir jetzt mal ein bisschen was machen. So, Finanzen ist, glaube ich, schon ganz gut. Marketing, Darlehen haben wir abbezahlt. Alles klar. Und dann machen wir mal so. Machen wir mal das. Finanzen, wie gesagt, macht einen sehr guten Eindruck. Und wir können ja auch mal gucken. Hier kommen jetzt gerade zufällig welche. Ist relativ wenig los. Aber die dürften jetzt wahrscheinlich sagen, der Preis ist super. Das heißt, wir erhöhen einfach auch den Preis. Ja. Was sagen die?
Preis ist super, alles klar. So, gehen wir mal zu dem anderen Eingang, weil, wie gesagt, du musst da mehr Verkehr haben, dann kannst du das immer schön festsetzen. Ja, ist immer noch gut. Mal gucken. Ja. Und schon steigern wir wieder unseren Gewinn. Wie sieht's denn aus mit meinem... Da war doch irgendwann mit einem Tiger. Dann können wir ja mal gucken. Marketing, Diagramm, Gäste, Mitarbeiterraum. Insgesamt immer sehr niedriger Bedarf. Alles klar, Arbeitsbereiche. Nicht zugewiesene Mitarbeiter. Einrichtung. Was haben wir denn alles? Also Geldautomaten sind alle geöffnet. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Mitarbeiter einstellen. So, alles ist auf. Das heißt, wir haben wie viele Läden? 4, 7... 15, 26. Wir haben 26 Läden. Und wir haben Mitarbeiter 24. So, jetzt haben wir ausgeglichen. Wenn jetzt einer in Pause geht, ein Drittel. Viertel. Komm, wir stellen noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben noch ein bisschen Einsatzreserve, also 10 Leute sozusagen als Einsatzreserve. Dann gehen wir mal auf die Heatmap. Wobei, warte mal, habe ich nicht noch irgendwo einen Quarantänebereich oder so? Also Bildung. Das scheinen noch irgendwelche Vivarientafeln. Also wir könnten die Vivarien noch ein bisschen ausbauen. Was hätten wir denn für die Vivarien noch? Komm, dann machen wir nochmal eben die Vivarien voll. Wo war denn nochmal ein Vivarien? Hier sind noch welche. Also die sind voll, ja? Oder nicht? Ja, hier ist die Abgottschlange. Irgendwelche Probleme? Soziale Grundordnung? Irgendwas ist, da sind zu viele Tiere für ein Gehege. So, da sollte das Problem wieder behoben sein. Und beim Riesenläufer ist schon wieder irgendwas tot. Zu viele Tiere. Ja. Alles klar. So, hier ist hoffentlich schön. Die Riesenschildkröte wird sich bald paaren. Ja, dann geht das da auch los. Wie Ungeziefer. Wo konnte man denn nochmal hier... Konnte man doch was einbauen. Wo waren da nochmal? Hier geht. Siehst du? Also, wir machen das und das. Und das. So, ansonsten ist alles super. Ist alles super. Hier kümmert sich einer jeden Monat drum. 100%, sehr gut.
Konnten wir bei der Abgottschlange schon irgendwas machen? So, Klima, alles gut, das ist alles eingestellt, jeden Monat 100%. Alles klar, also, damit haben wir es.